Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten beiden Videos die Klassen InStack und StringStack angesehen und gemerkt, sie machen im Prinzip das Gleiche, können aber jeweils nur mit einem Datentyp umgehen, eben der InStack mit Int und der StringStack mit String. Prinzipiell ist deren Struktur aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Und wir haben gesagt, diese Code-Duplizierung ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Das kann ja nicht Ziel und Lösung der Sache sein, dass wir eben ständig neue Stack-Klassen implementieren wollen und oder müssen, wenn wir einen unterschiedlichen Datentyp in diesem Stack verwalten wollen. Und dann ist uns eben als letztes die Idee gekommen, hey, wir nutzen einfach Object. Das heißt, ich baue mir jetzt eine neue Klasse Stack, die eben nicht mit Ints oder Strings oder sonstigen Datentypen direkt arbeitet, sondern mit dem Typ Object. Also wir nennen diesen Konstruktor gleich und ich schiebe diese Datei gleich nochmal in eine, Entschuldigung, diese Klasse in eine eigene Datei und wir nutzen eben für den Array jetzt ein Object. Genauso müssen wir hier eben ein Object Array initialisieren. Und hier benutzen wir eben Object. Genauso geben wir hier ein Object zurück und wir fügen hier auch ein Object ein. So, dann haben wir ja im Prinzip diese Klasse Stack jetzt so abgeändert, dass wir sie allgemein einsetzen können, denn wir wissen, alles ist ein Object. Das heißt, ich kann hier Ints oder Strings oder Ähnliches hinzufügen, ohne dass ich jetzt ständig neue Klassen für Stacks schreiben muss. Das ist ja schon mal ein wichtiges Prinzip. Und hinter diesem Prinzip gibt es natürlich auch einen Namen in der Programmierung und das ist das sogenannte Don't Repeat Yourself Prinzip, das man eben mit dry abkürzt. Also trocken sozusagen auf Deutsch. Und dieses Dry-Prinzip sagt eben, dass Code-Duplizierungen vermieden werden sollten und stattdessen sollte jedes Stück Information in einem System an genau einer Stelle unmissverständlich und verbindlich beschrieben sein. Im Umkehrschluss heißt es dann auch, wenn Änderungen notwendig werden, so muss man diese eben nur an einer Stelle durchführen. Und das ist echt sinnvoll, wenn uns jetzt beispielsweise für unsere sämtlichen Stack-Klassen, die wir nicht mit Object geschrieben haben, eben eine Optimierung einfallen würde, dann müssten wir diese Optimierung in all diesen Klassen, die wir bis jetzt zu Stack geschrieben haben, nachziehen. Das ist gar nicht cool. Aber da wir ja jetzt hier bei unserer neuen Stack-Klasse eben hier Object einsetzen, können wir eben jetzt diese eine Klasse für alle Datentypen anwenden. Und das probieren wir jetzt auch mal. Wir machen hier sozusagen einen Stack daraus und nutzen hier diese Klasse Stack. Genauso machen wir hier einen Stack für diese Strings daraus und schauen uns jetzt mal an. Irgendwie haben wir hier jetzt noch Compiler-Fehler, die wir jetzt intuitiv nicht erwartet hätten. Also, offensichtlich geht dieses Füge-Element hinzu. Das funktioniert ja. Also wir können hier jeweils für diese Klasse Stack Integer-Werte übergeben und diese werden als Object interpretiert. Und hier eben String-Werte und diese werden als Object interpretiert und im Stack gehalten. Der Punkt ist jetzt, hier ist nochmal ein Fehler, sehe ich gerade. Den ändern wir gleich mal. Das soll natürlich bloß InStack heißen. Der Punkt ist jetzt, warum tritt hier dieser Compiler-Fehler aus? Wir schauen nochmal, was er hier eigentlich sagt im Tooltip. Und er sagt hier eben, wir können nicht von Object nach Int implizit konvertieren. Also implizit steht jetzt nicht dabei, aber es ist natürlich eine implizite Konvertierung, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen. Wir geben hier bei dieser Methode ein Object zurück. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite der Zuweisung ein Object, also ein Ausdruck vom Typ Object stehen. Auf der linken Seite erwarten wir aber einen Integer.
Und dann haben wir ja mal gesagt, als wir uns mit Vererbung beschäftigt haben, wir können zwar von der Subklasse zur Basisklasse implizit konvertieren, und das ist genau das, was eigentlich hier passiert. Also beispielsweise hier von String zu Object wird hier eben eine implizite Konvertierung bei diesem Aufruf ausgeführt, obwohl wir es hier jetzt nicht sehen. Aber wir haben hier das Problem, verdammt, damit ich an diese Werte rankomme, muss ich mir erstmal diesen Wert wieder als int casten, damit ich ihn auch wieder als int interpretieren kann. Das ist nun jetzt schon wieder nicht so schön. Genauso muss ich eben hier unten eben diesen Ausdruck als String casten, damit ich wieder an das oberste Element rankomme. Also wir sehen schon, prinzipiell funktioniert der Stack, aber irgendwie ist uns was verloren gegangen. Und ich sag auch gleich nochmal noch was. Wir können nämlich nicht nur hier entferne Element machen, sondern wir können zu diesem in-Stack, wenn wir füge Element hinzu aufrufen, auch mal einen String hinzufügen. Oder wir können hier unten in unseren String-Stack beispielsweise Double-Werte hinzufügen. Und das ist jetzt wirklich überhaupt nicht mehr das, was wir wollen. Der Compiler sagt hier nicht, nö, das ist nicht erlaubt. Warum auch? Weil letztendlich ist alles ein Object. Es ist vollkommen egal, ob ich da int, double, string, Mitarbeiter oder sonst welche Klassentypen verwende bei dieser Angabe hier. Ich kann letztendlich zu einem Stack alles hinzufügen. Und was hier verloren gegangen ist, ist die sogenannte Typsicherheit. Ja, wir müssen erst dieses Element, was wir aus dem Stack wieder rausholen, zum Typ int casten, damit wir es wie gewohnt weiterverwenden können. Das war ja beim int-Stack so nicht der Fall. Genau das gleiche ist hier beim String. Und wir haben auch nicht die Sicherheit, dass der Programmieranfänger, der gerade neu in der Abteilung angefangen hat, dieser Azubi oder dieser Praktikant, je nachdem, dass der nicht aus Versehen hier mal falsche Werte in diesen Stack steckt, was wir so eigentlich gar nicht wollen. Ja, also was hier verloren gegangen ist, ist die Typsicherheit. Der Compiler sagt nicht mehr nein, wie im vorherigen Fall, wenn wir eben versuchen, andere Typen oder Objekte von einem anderen Typ in diesen Stack zu stecken. Also unser Vorteil, dass diese Klasse jetzt dry ist, wir müssen bloß eine Klasse schreiben und wir können sie für alle Typen verwenden, ist eben hier ein bisschen dadurch wieder aufgehoben worden, dass wir hier eben wieder zurückcasten müssen und dass wir keine Typsicherheit haben in der Form, was landet eigentlich über alles im Stack. Es ist schon mal besser als dieser String-Stack und In-Stack und Mitarbeiter-Stack und was weiß ich, was wir alles für Typen haben, die wir in einem Stack verwalten lassen möchten. Aber wir haben hier keine Typsicherheit. Wir haben auch noch ein zweites Problem. Und zwar habe ich das hier in diesem Abschnitt beschrieben, im Skript. Neben dieser verlorenen Typsicherheit tritt auch sogenanntes Boxing und Unboxing auf, wenn wir eben Wertetypen als Object interpretieren. Was heißt das? Wir haben ja gesagt, wenn wir eine Variable, das mache ich einfach mal hier drüber, wenn wir hier eine Zahl anlegen, beispielsweise die 42, dann ist int ja ein Wertetyp, das heißt, wir legen diese Variable Zahl auf dem sogenannten Stack im Arbeitsspeicher an. Wie das genau aufgeteilt ist, schauen wir uns noch in einem späteren Video an. Nichtsdestotrotz kriegen wir hier eben direkt eine Variable auf den Stack und innerhalb dieser Variable steht direkt dieser Wert 42. Wir haben auch gesagt, dass beispielsweise String kein
Wertetyp ist, sondern ein sogenannter Referenztyp. Also wenn ich hier eine Variable in meinen Text erstelle und da steht eben Hallo Welt drin, dann ist das Ganze so aufgeteilt, dass die Variable mein Text sehr wohl auf dem Stack ist, aber sie enthält nur eine Speicheradresse zu einem String-Objekt auf dem Heap. Also dieses Teil hier rechts landet sozusagen in einem anderen Bereich im Arbeitsspeicher als diese Variable. Und diese Variable hält eigentlich bloß die Adresse zu diesem String, wo eben diese einzelnen Buchstaben abgelegt sind, aber dieser String existiert eben im Heap. Das ist der Unterschied zwischen Wert und Referenztyp. So, und was passiert eigentlich, wenn wir jetzt eben sagen, dass ich diese Zahl als Object interpretiere, wie es jetzt hier eben in dieser Anweisung der Fall ist. Was hier passiert ist, wir wissen ja, das ist ein Wertetyp. Object ist ein Referenztyp. Das heißt, diese Variable zeigt auf irgendwas im Heap. Ja, Moment. Ich denke, du musst hier auf den Stack zeigen, weil ja dieser Wert hier wohl offensichtlich da angelegt wurde und auf dem Stack direkt abgelegt wird. Wertetyp und so. Hier tritt Boxing auf. Was passiert hier? Um diesen Integerwert wird sozusagen eine Box gebildet und diese 42 wird eben in eine Box reingelegt und das ist eben ein Objekt, das auf dem Heap existiert. Das heißt, diese 42 wird, für diese wird ein Objekt erstellt, einfach wirklich vom Typ Object, und in dieser wird eben der Wert des Integers abgelegt. Und diese Box kommt dann auf den Heap und wird tatsächlich hier referenziert. Wir sehen es bei dieser Anweisung nicht wirklich, aber hier tritt eben das sogenannte Boxing auf. Schauen wir uns auch nochmal genau an, wenn wir uns mit der Speicherverwaltung der Common Language Runtime beschäftigen. Umgekehrt tritt Unboxing auf, wenn wir das Ganze eben wieder rückgängig machen. Das heißt, wir casten dieses Objekt wieder über diesen Klammeroperator zurück zu ein Int. Jetzt wird eben das Objekt, was auf dem Heap liegt, wo diese 42 als Wert drin steckt, sozusagen die Box weggenommen. Das nennt sich dann im Englischen eben Unboxing. Und der Wert kommt wieder direkt in die Variable, die auf dem Stack liegt. Das ist eben das sogenannte Boxing und Unboxing, was bei Wertetypen auftreten kann. Und genau das passiert natürlich auch hier, wenn wir Füge-Element hinzu aufrufen. Wir erwarten hier ein Objekt. Und dieser Parameter referenziert eben ein Objekt auf dem Heap. Und wenn wir hier eben die 47 angeben, dann landet dieser Wert nicht direkt im Parameter, der ja auch auf dem Stack liegt, sondern der Parameter referenziert eine Box, in der die 47 enthalten ist beim ersten Aufruf. So, Boxing und Unboxing ist jetzt in unserem Kontext erstmal nicht schlimm. Aber wenn Sie mehrere Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Aufrufe haben, in denen ständig geboxt und unboxed wird, dann kann dabei Ihre Performance richtig in die Knie gehen. Und genau das gilt es eigentlich so weit wie möglich zu vermeiden. Und neben dem Problem der fehlenden Typsicherheit ist das eben auch ein großes Problem, dieses Boxing und Unboxing, wenn wir als allgemeinen Datentyp eben Object nehmen. Und jetzt kommen wir zurück zu Generics. Nachdem wir jetzt hier versucht haben, diesen Stack auf drei unterschiedliche Arten zu implementieren, uns erst mit dem Dry-Prinzip rumgeschlagen haben und jetzt mit fehlender Typsicherheit und dem Boxing-Unboxing-Problem, kommen eben Generics zu unserer Rettung. Genau die lösen nämlich diese letzten beiden bekannten Probleme. Das heißt, wir können bestimmte Typen dry implementieren und dennoch dafür sorgen, dass sie typsicher sind. Und genau das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald!